Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge von Bioshock. Tja, in der letzten Folge haben wir eine Little Sister hierher begleitet, mussten den großen Big Daddy spielen. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns Fontaine stellen, diesem feigen kleinen Großmaul. Puh. Der ist schon dabei, sich zuzuspleißen und zu einem riesigen Monstrum zu werden. Okay, da wären wir. Wehtun, Schmerz, Verrat. Sieh dich doch an, Fontaine. Okay, finde ich wirklich nicht mehr lustig. Und um zu zeigen, wie sehr mich das gerade ankotzt. Los, geh jetzt! Stich mit der Nadel zu! Um zu zeigen, wie sehr mich das hier gerade ankotzt, was du machst, werde ich mal ins Englische wechseln. Komm schon, Kleiner! Du willst es wirklich wissen, ha? Fontaine, you've forgotten what I told Ryan a long time ago. One of the painful truths of comedy. You always take shots one from folks who just don't get the joke! Komm doch! Aber nicht, wenn du weiterhin so schlecht zielst. Oh, okay. Ich weiß, ich schieße ja mal mit Antipersonenmunition, aber irgendwie... Schnauze! Hier wird alles abgesagt, du Schwein. Von Fane, du hast keine Freunde. Schön. Ja, wir werden mal Explosivschrot versuchen. Dein Maul, es interessiert keinen, was du denkst. Du glaubst du nicht, wer allein auf dieser Welt? Ja, bist du. Ich habe jeden Schläger, die mich beschützen, wenn ich neue Kräfte sammle. Ah, jetzt kommen auch noch Splicer. Ja.
wo ist er? Ah, hier. Jetzt reicht's. Mensch, verflucht noch meins. So, und jetzt war's das. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. Sogar das Leben, an das du dich zu erinnern glaubst, ist etwas, was ich mir ausgedacht und dir in den Kopf detoniert habe. Also... Na los! Na los, mach ihn fertig. Brave Mädchen. Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, das man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Ja, das war das gute Ende. Hey. Gut, damit hätten wir BioShock erledigt. Den ersten Teil zumindest. Wann ich den zweiten Teil bringe, das steht noch in den Sternen. Natürlich kommt der aber auch noch und Infinite genauso. Hat Spaß gemacht.
ein Stück von Xander Cole. Ist schon cool, wie die ganzen Artbilder, Artworks hier noch links angezeigt werden. Sehr interessant. Xander Cohen tut's mir irgendwie am meisten leid. Den fand ich cool. Auch wenn er ein bisschen irre war, aber der war in Ordnung. Xander Cohen haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Bioshock Infinite DLC im ersten, zumindest weiß ich's noch, soll er noch mal zu sehen sein. Hatte ich bisher auch nur angespielt, also der Rest ist für mich noch völlig blind. Aber wir werden sehen. Sehr viele Danksagungen, finde ich gut. Ah ja. Ja, das war der Teaser-Trailer zu Bioshock 2. Haben wir es endgültig geschafft. Damit ist Bioshock abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Also, tata!